Herzlich willkommen zu Let's Play TKKG, der Schatz der Maya. Endlich geht's los. Endlich ist das Spiel da, läuft das Spiel. Ich habe alles in Bewegung gesetzt, damit ich es noch hinbekomme. Und zwar war das Problem, dass es auf dem Betriebssystem nicht gelaufen ist. Ich habe Windows 7 auf meinem Rechner und deshalb habe ich mir nochmal eine andere Speicherkarte angeschlossen, auf der Vista installiert war. Wusste ich gar nicht mehr. Und auf Vista scheint es zu funktionieren und wir spielen auf Deutsch, wie immer. Ein Pfeil für TKKG. TKKG, die Profis im Spiel. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! Der Schatz der Maya. So, wir sind ein neues Mitglied. Und wir starten direkt. Die Sommerferien sind zu Ende. In wenigen Tagen öffnet das neue Völkerkundemuseum mit einer großen Maya-Ausstellung seine Tore. Das interessiert besonders Karl, der im Sommer gemeinsam mit seinem Vater an einer Ausgrabung in der Maya-Stadt Palenque im Süden Mexikos teilgenommen hatte. Unsere TKKG-Freunde Tim, Karl, Klößchen und Gabi treffen sich im Eiscafé Venezia. Sie genießen die letzten warmen Tage des Jahres. Doch Karl hat aufregende Neuigkeiten aus dem Museum zu berichten. Stellt euch vor, jetzt sind die beiden Köpfe weg! Von welchen Köpfen sprichst du? Von den Jademasken, von Hunapu und Xabalanque. Die eine haben wir in der großen Sonnenpyramide gefunden. Das Gegenstück ist eine Leihgabe aus Paris. Sie wurde vor 12 Jahren bei einer Grabung im nördlichen Mexiko entdeckt. Köpfe? Masken? Du meinst die tollen Jadeköpfe, von denen du uns erzählt hast? Genau. Svenja sagt, wissenschaftlich korrekt sollte man Köpfe dazu sagen. Aber sie haben etwas merkwürdig Starres, Maskenhaftes. Gestern Abend waren sie noch da. Ich war dabei, als Svenja, also Dr. Ackerström, sie in die Vitrine legte. Und heute Nachmittag, als ich nochmal nachsehen wollte, waren sie weg. Und sind die Masken wertvoll? Natürlich. Die Masken sind doch die Hauptattraktion der Ausstellung. Sie stellen die Zwillinge Hunapu und Xabalanque dar, die in der Mythologie der Maya eine wichtige Rolle spielen. Die beiden Masken sind nicht nur völlig einzigartig, sondern auch noch sehr gut erhalten. Das Besondere an ihnen ist die schlüsselartige Ausbuchtung am Hinterkopf. Und wozu soll die gut sein? Darüber streiten noch heute die Experten. Sicher ist nur, die Masken müssen wieder auftauchen, sonst findet die Ausstellung nicht statt. Ein Fall für TKKG. Wir sollten mit dieser Frau Dr. Ackermann... Ackerström. Ja, Ackerström sprechen. Wer war zur Tatzeit im Museum? Sergio Riccio, der Wärter, und Herr Thomsen, der Direktor. Erzähl uns doch, wie du die Maske gefunden hast. Na schön. Es war ein sehr heißer Tag und wir hatten... Und schon steckte TKKG wieder mitten in einem spannenden Fall. Auf der Suche nach den Masken der Maya. Wir stecken also jetzt in einem Fall auf der Suche nach zwei alten Maya-Masken. Und den TKKG-Veteranen unter euch wird aufgefallen sein, dass Karl, also dieser hier, und Gabi eine neue Stimme bekommen haben in diesem Teil. Scheinbar nur für diesen Teil gelten, weil ich schätze mal, im vierten Teil war das doch wieder die altbekannte Stimme und Besetzung. So, wie in fast jedem meiner Let's Plays über TKKG, lasse ich die über dieses Menü erstmal sich selbst vorstellen. Und dieser junge Mann ist... Hallo, ich bin Tim, eigentlich Peter Carsten, früher als Tarzan bekannt. Doch nachdem ich diesen halbfertigen Bodybuilder ein paar Mal im Fernsehen gesehen habe, will ich nicht länger so genannt werden. Ich gehe in die 9B des hiesigen Internats. Nachdem mein Vater vor ein paar Jahren bei einem Unfall ums Leben kam, wohne ich auch im Internat. Meine Mutter, Susanne Carsten, arbeitet hart, um das Schulgeld für mich aufzubringen.
Ich liebe Karate und hasse Ungerechtigkeit. Wenn es irgendwo ungerecht zugeht, greifen meine Freunde von TKKG und ich sofort ein. Also, das ist Tarzan. Sein richtiger Name ist Peter Carsten. Er wird aber von seinen Freunden Tim genannt. Und wen haben wir hier? Ich bin Gabi Glockner und werde die Pfote genannt, weil ich mir immer und von jedem Hund die Pfote geben lasse. Von meinem eigenen Hund Oskar trenne ich mich nur am Vormittag, wenn ich mit Tim, Karl und Klößchen in der 9B des Internats sitze. Mein Vater ist Kriminalkommissar und unterstützt mich und meine TKKG-Freunde bei unseren Abenteuern. Und wenn wir mal wieder mit einem aufregenden Fall beschäftigt sind, finden wir im Lebensmittelgeschäft meiner Mutter immer eine Stärkung. Das ist Gabi Glockner, auch genannt die Pfote. Und wen haben wir hier? Mein Spitzname ist Klößchen, weil ich so dick bin. Ich esse für mein Leben gerne Schokolade. Meine Eltern haben mir den Namen Willi gegeben, nach meinem Großvater. Bei uns Sauerlichs wird sehr auf Tradition geachtet. Uns gehört die alte Schokoladenfabrik, die mein Vater leitet. Später soll ich sie mal übernehmen. Naja, mal sehen. Meine Eltern leben in einer schönen Villa, im teuersten Viertel unserer Stadt. Mir wurde es dort auf die Dauer zu langweilig. Jetzt wohne ich im Internat und teile mir mit Tim das Zimmer Adlernest. Hier haben wir also Willi, auch genannt Klößchen, weil er so dick ist. Ja. Und das hier ist? Mein Name ist Karl Vierstein. Ich werde auch der Computer genannt, weil ich mir ganz gut Dinge merken kann. Ich gehe mit Tim, Klößchen und Gabi in die 9B des Internats. Ich wohne aber zu Hause bei meinen Eltern. Mein Vater ist Professor für Mathe und Physik. Von ihm scheine ich den Spaß am Lösen von wissenschaftlichen und technischen Problemen zu haben. Sportlich ist mir Tim weit voraus. Ich ziehe es vor, mit den Waffen des Geistes zu kämpfen. So, dann haben wir alles erfahren über die vier. Das sind TKKG, für die, die sie noch nicht kennen. Eine Detektivbande, die sind alle so im Alter von 14 und haben schon einige Fälle gelöst. So, was haben wir hier für Schauplätze? Das ist das Naturkundemuseum, das kennen wir schon aus anderen Teilen. Hier haben wir, weiß ich nicht, ich schätze mal das Büro von Herrn Glockner, also die Polizei. So, sonst noch was? Hier haben wir, okay, die Apotheke, die kennt man auch aus Tödliche Schokolade zum Beispiel. Mit dem seltsamen Apotheker. Ah, okay, das Hotel, das weiß ich noch, das kenne ich noch aus Voodoo-Zauber, was ja erst später kommt. Und das war's fürs Erste, glaube ich, auch schon. Mit den Schauplätzen, da dürfte noch einiges dazu kommen. Das eine oder andere. Ach so, hier haben wir noch das Büro hinter dem Naturkundemuseum. Aber wir gehen erstmal in das Museum rein, oder zumindest davor. Airmax International Airlines. Schätze der Maya. Airmax, na, wenn es da keine Copyright-Verletzung bei Nike gibt, naja. Und hier haben wir direkt einen großen Jadekopf aus Beton oder sowas ähnliches. Der sieht ja richtig gruselig aus. Ach, natürlich. Ich habe gerade bin mit Gabi hierher gegangen. Normalerweise verfolge ich immer ein System, das werde ich gleich auch wieder einbeziehen, sodass man immer mit allen da einmal hingeht, um alle Informationen zu bekommen. Nicht so schnell, junges Fräulein. Hier ist geschlossen. Ich möchte zu Dr. Ackerström. Hackerböhm? Hackerböhm? Du meinst sicher unsere Frau Dr. Ackerström. Die ist im Saal. Im Saal? Also, okay, hier links, ja, was haben wir noch? Da geht's zur Ausstellung. Mit ihm können wir nicht sprechen. Ah, ich weiß, was in dem Karton ist. Da müssten mehrere Igel drin sein. Ja. Der Polier hat mir die drei letzte Woche gebracht. Er fand sie unter einem Stapel Bauholz. Das ist wirklich niedlich. Die werden hier mit Katzenfutter gefüttert. Igel sind wirklich nette Tiere. Aber mit denen sprechen können wir natürlich leider nicht. Ja, dann gehen wir mal zur Ausstellung. Frau Dr. Ackerström? Ganz recht. Und du bist sicher Gabi, die Pfote. Wo ist denn Oskar? Ein Hund im Museum? Ich habe ihn lieber bei meiner Mutter gelassen. Was hat die denn für einen Akzent? Das kann ich gar nicht einordnen. Und hier liegt noch ein Zigarettenstummel und den kann man mitnehmen. Das weiß ich auch noch.
Ein Zigarettenstummel. Der könnte von den Tätern stammen. Darf ich den mitnehmen? Kein Problem. Ah, da kommen Erinnerungen hoch. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das früher gespielt habe. Zumindest, dass ich diesen Zigarettenstummel aufgehoben habe. Okay. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die Masken sind verschwunden. Die Masken von Schabalanke und Hunapu. Aus Jade, aus dem Jahr 1840 nach Christus. Okay. Und da kommen die her, nämlich aus Südamerika. Wo genau das hier ist, das ist gerade ein bisschen peinlich. Weiß ich gerade gar nicht, welches Land das ist. Peru? Ich sag nichts mehr. Ich rede nochmal mit Frau Ackerström. Was hatten die Maya eigentlich an? Trugen die Männer Hosen? Wenn du dir heute die Nachfahren der Maya, die Indios, betrachtest, dann erhältst du ein genaues Bild der alten Maya-Kleidung. Männer und Frauen tragen Ponchos, große farbenfrohe Baumwolltücher mit einem Slitz für den Kopf. Sie mögen Smuck. Heute sind das Ketten aus alten Münzen. Früher waren die Perlen aus Jade. Die grünen Federn des Quetzalvogels waren sehr beliebt, um die aufwendigen Hüte der Maya-Fürsten zu schmücken. Als Zeichen besonderer Würde und nur den höchsten Priestern und dem König vorbehalten, waren die Jaguarfellumhänge. Also wirklich, Leute, wenn ihr diesen Akzent zuordnen könnt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Das interessiert mich dann doch, wer denn wohl hier in Deutschland Smuck und ja, generell dieses S so ausspricht. Würde mich mal interessieren. Okay, hier sind wir zurück und können jetzt auch mit dem Rezeptionisten / Wärter reden. Hallo. Warum geben Sie den Igeln keinen Apfel? Ich weiß, die Frage ist sehr, bringt uns nicht weiter, aber ich frag trotzdem, weil es einfach... Igel sind keine Vegetarier. Sie fressen am liebsten Regenwürmer und Larven. Ohrwürmer sind ein besonderer Leckerbissen. Etwas Pflanzliches fressen sie nur zufällig, wenn zum Beispiel ein Grashalm am Wurm klebt. Verstehe. Gar nicht so. Ich habe das gar nicht gewusst, dass sie Fleischfresser sind. Ich kenne Igel auch immer nur mit dem Apfel. Also, dass man die mit dem Apfel in Verbindung bringt. Naja, wie auch immer. Wir gehen jetzt mit Tim dahin. Tippe, der Kopf stammt aus der späten klassischen Periode, aus der Zeit von König Quetzalfeder. Tim kennt sich mal wieder aus, natürlich. Tim hat recherchiert. Im Vorfeld. Hier ist noch geschlossen. Ich bin Tim Karsten, ein Freund von Karl Vierstein. Bierfein? Ich verstehe nicht. Was willst du? Zu Dr. Ackerström! Ackerström, die ist im Saal. Okay. Was ich sagen wollte, ist, dass Tim im Gegensatz zu mir im Vorfeld recherchiert hat, denn ich kenne mich eigentlich mit der Geschichte der Maya überhaupt gar nicht aus. Muss ich an dieser Stelle offen zugeben. Da oben habe ich Bini getauft. So hieß meine erste Freundin. Zu viel Information. Und jetzt ist der Teller leer. Oh, ich glaube, die Kleinen haben Hunger. Ich hol schnell ein bisschen Katzenfutter. Okay, das heißt, aha. Jetzt ist er weg. Was können wir machen? Wir können hier hinter. Hier trinkt er Kaffee. Und was ist das? Spuren im Schnee. Das ist also der Roman, von dem Riccio jedem erzählt, egal ob er es hören will oder nicht. Roman? Das sieht mir nicht nach einem Roman aus, sondern nach einem schlechten... Ein sehr schlechten Kinderbuch, wenn so ein Schneemann jemanden erschießt. Ich erinnere mich, dass man da noch irgendwann hin kann, aber jetzt ist wahrscheinlich die Zeit noch nicht gekommen. Guten Tag, ich bin Tim, ein Freund von Karl Vierstein. Sind Sie Frau Dr. Ackerström? Genau, Tim. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ach so. Ich glaube, das könnte eine Holländerin sein, wenn ich mich nicht irre. Natürlich. Ja, das wird eine Holländerin sein, wenn man auch die Zöpfe sich anguckt. Das ist ja so klischee-mäßig. Okay, Jademasken sind nach wie vor nicht da. Dann reden wir mal mit ihr. So ein kleines Gebiet hatten die Maya? Das täuscht. Das Gebiet ist fast so groß wie die alte Bundesrepublik.
Wir waren im Sommer bei Palenque in Mexiko. Kannst du Palenque auf der Karte finden? Ja, Palenque ist hier. Hier? Ist das mitten im Dschungel? Ja, Palenque ist eine Ruinenstadt im Regenwald. Letztes Jahr war ich in Tikal. Das liegt im heutigen Guatemala. Sag doch mal, ob du es entdecken kannst. Das hatte ich gerade auf der Karte gar nicht gesehen, dass es noch so weit oben an den USA ist. Also natürlich ist es hier Mexiko. Also was hatte sie gefragt? Tikal? Hier, bei Yaxchilan, in der Nähe von Belize. Genau. Hier im Tiefland liegt das Kerngebiet der Maya. Ganz im Norden, in Yucatan auf der Insel Cozumel, landeten die Spanier im Jahre 1541. Von dort begann die Kolonialisierung der Maya-Gebiete. Kannst du Cozumel entdecken? Ja, natürlich, hier ist es doch. Gefunden! Da ist es bestimmt schön. Ich möchte nach dem Abitur durch Mittelamerika reisen. Darf ich Sie dann mal besuchen, wenn Sie in den Maya-Gebieten unterwegs sind? Selbstverständlich, Tim. Ich freue mich immer, wenn sich jemand wirklich für die Maya interessiert. Schön. Was machen wir jetzt? Nochmal mit dem Wärter reden. Ich sag immer Wärter, weil hier das so aussieht wie im Gefängnis. Wie geht's den Igeln? Das sind alles Fragen über die Igel, aber ich frag die trotzdem, weil sie ja ganz interessant sind. Wie geht's den Lini, die Größte, hat schon 50 Gramm zugenommen. Herzlichen Glückwunsch! Ja, da kann man doch nur gratulieren. Und ich schätze mal, wir sind schon am Ende der ersten Folge angelangt. Wenn ihr Glück habt, lade ich heute direkt noch eine hoch, weil sich das alles so verzögert hat. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann!